Hey ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier beim Let's Play zum zweiten Teil von Crash Bandicoot. Ihr seid gerade erst durch mit dem Let's Play vom ersten Teil und wir starten natürlich sofort mit dem zweiten hinterher. Mann, hat das einen Spaß gemacht. Für mich liegt aber jetzt schon ein paar Monate zurück, dass wir das Ding überhaupt gespielt haben und ich bin jetzt mal gespannt auf Intro und Story und dann bin ich natürlich gespannt auf die ersten Level, die uns heute erwarten und die werden mir ja sowas von leicht fallen nach dem ersten Teil, den wir so gerockt haben. Oh. Kristalle, natürlich, war ja klar. Aber Dr. Cortex, für volle Kraft brauchen wir nicht nur den Masterkristall, sondern auch die übrigen 25 Slave-Kristalle von der Oberfläche. Wie sollen wir da reinkommen, wenn wir keine erdgebundenen Agenten mehr haben? Du Narr! Denkst du, ich wäre mir der Lage nicht bewusst? Wenn wir keine Freunde mehr auf der Oberfläche haben, brauchen wir eben einen Feind. Crash? Crash! Crash! Mein Akku ist durch. Mach dich mal nützlich, großer Bruder, und bring mir einen neuen. Und da sind wir schon drin. Ja, so geht's los, ne? Ich mach Game Sound ein bisschen leiser für euch. Nicht, dass wir hier wieder so weggeblasen werden von dem Sound. So, mal eben gucken, ob ich hier einen großen Lag oder sowas drin habe. Ich glaube eher nicht. Soundtrack geht natürlich direkt schon wieder nach vorne. Finde ich gut. Steuerung hat sich auch nicht verändert. Ich bin mega gespannt. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Monate das Spiel echt nicht mehr gezockt. Bis auf die eine Extra-Ausgabe, die ich aufgenommen habe. Wo wir dann nicht Slippery Climb, sondern Stormy Ascent uns nochmal angeguckt haben. Und eben auch tatsächlich High Road auf einem ganz normalen Weg geschlagen haben. So, oh, nee, da geht's natürlich runter. Ey, die Perspektive macht mich gerade irre. Was ist das denn? Und natürlich können wir auch hier wieder die Kamera nicht steuern. So, wie wir es natürlich schon kennen. Trotzdem denke ich mal, dass uns in den ersten ein, zwei Level noch keine große Herausforderung begegnet. Also ich freue mich tierisch, wie das erste Let's Play von euch aufgenommen wurde. Ich hoffe, das läuft mit dem zweiten Teil ähnlich weiter. Würde mich natürlich tierisch freuen, denn ich denke, im späteren Verlauf werden wir auch wieder richtig rumragen. Auch wenn ich gehört habe, dass der zweite Teil nicht ganz so schwierig sein soll wie der erste. Ich glaube, so vom Schwierigkeitsgrad ist der erste immer noch unerreicht, ne? Und das war ja auch teilweise wirklich haarig, was uns da erwartet hat, ne? Was ist das hier? Whoop. Okay. Wir sind jetzt im Warp-Raum. Machen wir jetzt hier die Level-Auswahl, oder was? Na, wenn das nicht Crash Bandicoot ist. Willkommen! Tut mir leid, dass ich dich mit so groben Mitteln hergeholt habe. Aber du eine schriftliche Einladung ablehnen würdest. Ich brauche deine Hilfe. Um dich herum sind 5 Türen. Hinter jeder versteckt sich irgendwo ein Kristall. Die Kristalle sehen so aus. Bring mir die Kristalle, Crash. Das war's fürs Erste. Wir sprechen uns später. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sollen wir ihm helfen? Naja, egal. Wir werden... Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt überhaupt gehen soll. Wir gehen erstmal nach Turtle Woods. Turtles finde ich immer gut. Von daher rein da. Und Kristall suchen. Sei nett zu den Kisten, um einen besonderen Edelstein zu erhalten. Nett zu den Kisten sein, das heißt nicht kaputt hauen wahrscheinlich, ne? Ey, aber ich finde die Grafik ist noch mal schöner als beim ersten Teil. Frage mich, wie sie das gemacht haben, weil es ist doch überall dieselbe Engine drauf, oder nicht? Naja, egal. Gucken wir uns den Spaß mal an hier. Oh Mann, ey. Schon wieder diese Kackverfolgerperspektive. Ich krieg schon wieder nichts geschissen hier. Auch auf die würde ich lieber drauf springen, als sie wegzuschleudern. Weil wenn ich Gegner wegschleudere, dann mache ich auch gerne mal Kisten kaputt. Ja. Oh, was ist das denn?
Ich denke, ich soll hier durch. Aber nicht lange aufhalten, da versinken wir. Wupp. So. Ups. Habe ich jetzt alles noch gar keine Herausforderung. Auf die, boah, kann ich nicht drauf springen. Die muss ich so wegmachen. Ich Idiot. Ich hätte eine untere weghauen sollen. Oh Gott. Ich muss mir wieder angewöhnen, mit dem Steuerkreuz zu steuern, merke ich gerade. Aber er stellt mich wirklich so schief ins Level irgendwie rein, habe ich das Gefühl. Ich kann nicht auf die Dinger drauf springen, doch. Ja, ich hätte eine von den unteren weghauen sollen. Das war doof. Hätte ich mir die 10 Äpfel sichern können. Na, dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen schlauer ist als beim ersten Mal, so ein paar Erfahrungen eben mitgenommen hat seinerzeit, kann man jetzt natürlich auch ein bisschen taktischer vorgehen. Letztes Mal war man immer nur froh, wenn man irgendwie durchgekommen ist. Oh, die Schildkröten haben ein Update erhalten. Ich glaube, da sollte ich auch nicht vorhauen, denke ich mal. Ich kann es ja mal probieren, so mit ein bisschen Abstand. Nee. Okay, das bringt schon mal nichts. Also die am besten wirklich komplett vermeiden. So, auf Zeit läuft das Ganze hier natürlich nicht. Ich gucke immer, dass ich ein bisschen so eine halbe Stunde wieder für euch mache hier pro Ausgabe. Dann sind wir, glaube ich, glücklich. Hat letztes Mal ganz gut funktioniert mit den Halbstunden-Ausgaben. Was ich allerdings lassen werde, ist zwei Ausgaben auf einmal rauszubringen. Ich habe einfach gemerkt, dass dann immer eine Ausgabe so ein bisschen weniger Beachtung gefunden hat. Keine Ahnung, woran das dann genau lag, ob die dann nicht so einen reißerischen Titel oder so hatte. Auf jeden Fall hat das irgendwie damals nicht so gezündet. Ich wollte aber auch die Ausgaben dann wirklich rausbringen. Also ich hatte wirklich Bock, das dann zu Ende zu bringen, das Let's Play, weil es eben auch für mich dann schon längst abgeschlossen war. Und ich euch die Sachen präsentieren wollte. Und außerdem war noch diese Corona-Zeit, wo man eben auch, ja, sich glaube ich auch gefreut hat als Zuschauer, wenn mal was zu sehen gab, ne? So, was haben wir hier? Maulwürfe. Alles klar. Das ist ja auch verrückt, oder? Nicht schlecht. Ah, ich Idiot. Ich hätte doch auf die drauf springen können, was? Weil hier muss ich doch die Schildkröte nutzen, um an diese Schatulle da oben zu kommen. Gab es hier Respawn? Also, dass die Gegner wiederkommen, wenn ich mal aus dem Bildschirm raus war? Wir können es ja mal gucken. Vielleicht ist die Schildkröte ja wieder da. Nein, ist sie nicht. Okay. Dann ist diese Kiste hier oben verdorben. Das wird nichts mehr. So, die nächsten Maulwürfe. Wo kommen sie? Oh, okay. Geht schon wieder los hier mit dem großen Sterben. So, dann können wir jetzt gleich ein bisschen was anders machen. Bis jetzt läuft ja alles noch sehr gut hier mit dem Lebenshaushalt und so. Die Sprungphysik ist anders als beim ersten Teil. Da muss ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Hier reagiert er wirklich drauf, wie lang ich den Button drücke. Und zwar sehr feinfühlig, also feinfühliger als im ersten Teil. So. So geht es doch hier. So, dann kommt jetzt die Schildkröte. So, wo kommt sie denn wieder? Was? Wie soll ich das denn sonst machen? Okay. Wahrscheinlich unglücklich getroffen, ne? Also, Hitbox ist hier immer so ein Problem bei dem Spiel. Zack. Ach, aber es fühlt sich wieder gut an in Crashland unterwegs zu sein, wenn man so sagen will. Ah, oioioioi. Dann mal weiter im Text. Wo ist denn jetzt mal so ein Kackkristall? Da ist er doch. Und den kriege ich nur, wenn ich nett zu den Kisten bin? Ich verstehe es nicht. So, kein Problem. Was sagt er eigentlich hier zu meinem kleinen, lustigen Tiki-Rand, den ich hier um mich habe? Ich habe es extra mal auf die andere Seite des Bildschirms gepackt, weil
Da unten war ja auch manchmal eine Anzeige, zumindest beim ersten Teil. Ja, da ist das Level schon durch. Eine Menge Kisten verpasst. Und jetzt sind wir wieder im Warp-Raum wahrscheinlich, ne? Ah ne, okay, wir werden wieder in den Warp-Raum reingepackt. Mhm, auch eine lustige Struktur. Ich fand es aber eigentlich ein bisschen schöner, sich auf dieser Insel zu bewegen, so wie im ersten Teil. Plop, schön mal eben schön mal eben den Kristall aus dem Hintern gezogen, ne? Gut gemacht. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt hör genau zu. Diese Hologramme sind schwer aufrecht zu erhalten. Bei meinen intellektuellen Bestrebungen bin ich auf eine Macht gestoßen, die Welt, die zu zerstören droht. Die Kristalle sind die einzige Möglichkeit, sie einzudämmen. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Darum musst du sie mir unbedingt bringen. Bist du da, Crash? Crash! Crash! Bist du da, Crash? Bist du da, Crash? Hallo, ich bin hier. Ja, okay. Ja, Highscores und so, auf so einer Jagd sind wir hier mal gar nicht. Schnee, oh, ich hasse eigentlich Schnee. Also jetzt in Spielen, The Pits, Crash Dash. Okay, wir gucken uns auch erstmal weiter an hier, würde ich sagen. Guck mal hier, gerade mal 10 Minuten rum. Da ist noch einiges drin heute, würde ich sagen. Und los. Nitro. Was ist das? Ach so. Nicht gegenkommen, ja? Alles klar. Der Pinguin, geil. Pingu ist auch am Start. Nut, Nut. Oh. Von denen habe ich also meine Wirbelattacke gelernt. Oh, Eis. Ey, das sieht ja gut aus, ey. Nicht schlecht. Ey, optisch richtig schön hingekriegt hier. Ey. Mann, du. Auf Eis können wir so richtig gut uns bewegen, ne? Das kann ich. Das ist ja so mein neuer Lieblingsboss hier. Jawohl. Guck mal hier, was wir uns hier die Äpfel gönnen. Die Wumpis. Schwubi. Ah, TNT kann mal lieber warten. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich das TNT berühre, dass das ganze Eis einbricht hier. Ey, aber wieder herrlich, ne? Die Animation, wie er da übers Eis schlittert und so. Das ist geil. So, und mal weg hier. Na, das wäre auch zu viel verlangt, ne? Wenn das Eis jetzt noch einbrechen würde. Oh, da ist wieder die Bob-Mannschaft aus Jamaika unterwegs. Okay. Okay. Oh, nu? Ach so, jetzt geht's erstmal eine Etage höher. Oh, endlich, 2D-Passage. Ja, wobei, das werde ich wahrscheinlich gleich bereuen. Zack. Ja, es wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen dauern, bis so Passagen kommen, wo ich dann wieder richtig upragen kann. Aber aktuell genieße ich einfach die Grafik hier so, ey. Das ist ja wirklich... Mhm. Schnell weg da, Alter. Ja, aber, das Ding wackelt da oben schon immer so lustig. Ah ja, alles klar. Schwupp. Na, nochmal ein bisschen so. Ey, das ist aber auch ein bescheuerter Mechanismus, ne? Zack, direkt schon mal zur nächsten Kiste. Und schwupp. Moment mal. Da geht's doch hoch. Wie komme ich denn da dran? Da muss ich doch irgendwie... Kann ich die Kiste nicht darüber schieben? Nee. Bis jetzt bin ich ein bisschen zufrieden mit meiner Leistung hier. Das geht doch. Ja. Wenn man drüber spricht, ne?
Ich komme gerade nicht drauf, wie ich an diesen roten Diamant kommen soll. Na egal. Ist ja nicht überlebenswichtig, das Ding. Auch hier wieder geiler Soundtrack, ey. So ein bisschen mit diesen... Wieder ein bisschen diese elektronische Musik und dann so ein bisschen gemischt mit irgendwelchen Santa Claus... Santa Claus Jingle Bells. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein wenig begangener Weg. Mhm. Ich bin in einem Bonusabschnitt. Zip. Mucho Äpfels. Oh, ich Idiot. Komm, wir gehen einfach nochmal runter. Es geht wieder los, ne? Der Stirnklatscher ist wieder am Start. Hashtag Stirnklatscher. Ja, komm, Bonuslevel. Eins der ersten Bonuslevel hier. Das muss ja... Kann ja wohl nicht so schwer sein. Komm, der eine Versuch noch. Lalalala. Geht auch schon wieder los, ne? Lala. Yeah, baby. Na bitte. Ah, ich Idiot. Egal. Jetzt geht's aufwärts. Bonus live. Finish gut. Aha. Ein Äpfelchen. Zack. Der Robbe auf den Schädel. Und schwubbidiwupp. Und wieder 3D. Finde ich eigentlich ganz geil, so diesen Wechsel, ne? Kann man mal machen. Uhla. Ah, da habe ich jetzt wieder irgendwas... Ne? Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, am besten den Gegner auf den Kopf springen. Aber ich glaube, es war gar nicht so schlimm, dass ich jetzt den einen Gegner hier weggepfeffert habe. Ah, da war doch der Diamant hier, der Rubin. Da ist er doch. Oh. So, noch ein paar Wumperfrüchte. Die werden ja hier verteilt wie nichts Gutes, ne? Ja. So. Ja gut, hier kann man einfach ein paar mehr Äpfel mitnehmen oder Wumperfrüchte, wenn man dem Gegner nicht da durchschleudert. Schätze ich jetzt einfach mal. Ganz schön lang gezogen, das Level. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es gleich noch läuft, aber das erinnert ja schon an die späteren Level bei Crash Bandicoot 1. Nur vom Schwierigkeitsgrad noch nicht. Das ist jetzt gerade hier alles noch recht human. Es geht schon wieder los hier mit der Nervigkeit. Oh, Baby. Ja, es sind ein paar weniger Äpfel, die man bekommt, wenn man ihn hier durchschleudert. Ja, Gott. Darauf kommt es mir jetzt auch nicht an. Sollte es mir aber, ne? Ich bin schon ja 3 Leben hier ärmer. So, nächstes Leben. Ey, das geht schon im zweiten Level hier los. Man sollte sich auch nicht auf das verlassen, was man so im Internet liest. Ich habe halt gelesen, dass viele geschrieben haben, zweiter Teil längst nicht so schwer wie der erste, der dritte ist wohl noch einfacher. Naja, wir lassen es mal auf uns zukommen, würde ich sagen. Hilft ja alles nichts, wir müssen ja durch die Kacke hier. So. War das denn jetzt so schwer, Waldemar? Hä? Okay.
Irgendwie die Sprungmechanik, die habe ich noch nicht so richtig drauf. Ah, Moment, jetzt nochmal hier runter. Ah, gucke mal da. Immer ein bisschen drauf achten, ne? Was auf die in der Umwelt auf einen wartet. Dup-di-dup-di-dup. Da ist das Ziel. Ja. Kann man auch, wenn man es ein bisschen kennt, auch ohne irgendwie Energie oder Lebensverlust durch. Kein Problem. Hab mich jetzt halt teilweise ein bisschen dämlich angestellt. Aber so ist es halt, ne? Hä? Ach so. Ich muss immer noch hier hoch. Also das ist für mich aktuell noch ungewohnt. Ja. Ich glaube, es wird relativ ähnlich sein wie beim ersten Crash Bandicoot Let's Play. Das sind jetzt erstmal schöne Episoden, um einfach das mal ein bisschen zu schätzen, dieses Spiel, und zu sehen, wie schön das ist und so. Und der Rage, der kommt dann in den späteren Ausgaben. Hang 8. The Pits Crash Dash. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Snow Go. 1, 2, 3 noch. Wie viel sagt denn die Zeit? 21 Minuten. Na komm, vielleicht kriegen wir das ja alles durch hier. Wir machen mal Hang 8. Ich bin noch nicht so ganz im Reinen mit mir. Ich muss ja auch gucken, wie das so weiterläuft. Ob wir immer einen so einen Raum irgendwie abschließen, bis es dann in den nächsten geht. Oder, obwohl, das wird später ja auch schwierig, ne? Oh nein, das ist wieder sowas. So ein Wasserlevel. Okay. So, aber das Gute ist, man kann auch hier wieder schön mit dem Schatten arbeiten. Und das war richtig dämlich, weil ich wieder den Analogstick benutzt habe. Ne? Das System will einen hier nämlich auch ein bisschen erziehen. Ne, immer schön auf den Schatten achten, dann sieht man, dass man weit genug ist. Die Musik, die versucht auch gerade so ein bisschen einen panischen zu machen hier. Ah, die Fische. Na, die kennen und lieben wir doch auch noch aus dem ersten Teil. So, upa, So. Was war mit denen denn? Nochmal draufspringen oder nicht? Ja, lieber so, ne? So, Checkpoint Nummer 1. Was ist das denn? Ein Wasserskateboard, das ist ja... Was ist das denn für eine krasse Kacke? Ah, okay. Uhu. Ja, das war natürlich super. Extra Life ist wichtig. Ja, die Zeit läuft auch noch hier. Ich Idiot. Da war doch schon das Ziel. In den 30 Sekunden wäre ich noch locker bis dahin gekommen. Zumindest haben wir einen Bonus Life gesammelt. Ja Gott. Wir brauchen uns gar nicht so beeilen, wie ich dachte. Ich dachte, der Parcours wäre wesentlich länger. So. Schawupp. Ein bisschen hier durch. Die Stromschnellen hier. Ja, den brauchen wir nicht. Da ist nur ein Apfel drin. So. Ah, hier, kein Problem. Nächster Checkpunkt. Flensken. So, da geht's mal wieder in Bonus-Level. Da finde ich ganz cool, dass man diesmal nicht irgendwelche Items sammeln muss, sondern dass man die einfach so bekommt, die Bonus-Level. Digge, 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 ding. Mal ein bisschen weg hier. Apfel ist futsch. Und nu? Ach, guck mal. Was ist das denn? Crash kann auf einmal kriechen, was? Aha. Das ist aber neu. Wie langsam er dann auch kriecht, ne? Naja, komm. Haben wir doch wieder was gelernt hier. Ah, die zwei Wumperfrüchte da hinten, die hole ich mir gleich schon noch. Keine Angst. Das sind genau die, die einem dann irgendwann später mal fehlen zu irgendeinem extra Leben. Wer den Apfel, die Wumperfrucht nicht ehrt, ist des Crashs nicht wert, ja? Hier werden noch richtig schön die Leben gesammelt. Das ist wichtig für später. Jip. Und weiter im Text. Hang loose. Ah ja, dafür braucht man so einen blauen Rubin dann, ne? Das war ein bisschen spät. Ja, geile Ideen hier drin, ne? Dieses Wasserskateboard fand ich schon ganz geil. Jetzt haben wir hier so ein Reno, auf das ich mal eben... dass ich dann mal so ein bisschen als Trampolin benutzen soll. Aber das war natürlich wieder richtig schön dumm von mir.
Ah, Bonuslevel geht nur einmal. Ist auch irgendwie logisch. Aber ist trotzdem dann so der Checkpunkt. Sehr gut. So, Reno. Jetzt. Ich check das mal eben aus, ob ich ein bisschen. Oh! Das ist gar kein Trampolin, ne? Ey, die ganzen Bonus-Level-Leben, die gehen hier schon wieder flöten. Ich glaube, das wirft mich dann auch gleich irgendwie ab hier. Ach Gott. So. Hüppa. 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 So, komm, geht doch. Oh, ein weiteres Skateboard. Jetzt geht's aber ab. Die Mucke hier ist auch geil. So ein bisschen Surf-Music. So, jetzt brauche ich gleich einen Schub. Haha, na guck mal. Ey, wie sie das hier mit den Wellen und so gemacht haben, ist ja schon echt schick, ne? Oh, okay. Ah, hier läuft die Zeit gerade auch gar nicht. Cooler Stunt. Ich Idiot, ich habe keinen Tiki gehabt. Scheiße, ich war so leichtfertig. War ich fest davon überzeugt, dass ich so einen Akku habe. Was war das denn da? Hat gerade irgendwas geklippt, so ein bisschen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Crash. Du bist ja so ein richtiger Tony Hawk hier. Tony Crash ist am Start. Wupp, so. Voilat. Und rein hier in die gute Stube. Diese ganzen Kisten, wo übersehe ich die denn immer? Naja. Ach so, das wird dieser Weg gewesen sein mit dem im blauen Edelstein, ne? Na komm, das ging ja jetzt richtig schön flott. Das waren jetzt auch noch ein paar Minuten. Schön. Wie viele Animationen sie ihm verpasst haben, finde ich echt cool. Ja. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Ich würde sagen, jetzt in der ersten Ausgabe machen wir das auch. Ne? Ich versuche die fünf Kristalle jetzt zu finden. Ich denke mal, dann gibt es auch einen kleinen Endboss-Fight oder so. Es gibt jetzt hier noch zwei, einmal The Pits und einmal Crash Dash. Und wenn das jetzt nicht so super krass schwierige Level sind, dann bringen wir das einfach eben noch hinter uns hier in der ersten Ausgabe. Und für die nächsten gucken wir dann einfach mal, ob wir es wirklich immer bei einer halben Stunde lassen oder vielleicht doch mal so auf 40 bis 60 Minuten ausweiten, den ganzen Spaß. Das funkelt aber alles hier lustig, ne? So ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Also die Schildkröten sind mir noch nicht so gewiss. Geheuer, sagt man, ne? Uhuhuhu. Ich habe den Eindruck, dass manchmal die Reaktion ein bisschen schneller sein muss als beim alten damals. Wie war das? Kann ich das? Ja, das kann ich. So. So hier, ne? Wenn die Viecher dann mal so auf einen, upsala, so losfliegen, da muss man schon die Augen offen haben, ne? Direkt wieder Ohrwürmer von diesem neuen Soundtrack. Der gefällt mir gut. Ah, fiese Kacke hier. Fiese Kacke. Aber das ist der Checkpunkt. Sehr gut. Upp. Habt ihr gesehen? Ich sag nicht mehr Continue. Ich sag jetzt Checkpunkt. Hoffentlich bleibt das so. Aber ich sag immer noch Äpfel und nicht Wumpa-Früchte. So, hier oben ist dann anscheinend nichts. Aber hier ist mal wieder ein Akku. Das ist gut. Und da ist noch ein Wumpa-Früchtchen. So, komm. Komm, du Geier. Komm. Ne? Upa. Und trotzdem trifft er mich. Geil, ey. Schildkröte mit Kettensäge hinten drauf oder Kreissäge. So, das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Wir sollten vielleicht einfach mal beide Wege ausprobieren. Oh, ey, wie schwer kann man sich denn tun hier? Oh Gott.
manchmal auch wieder ein bisschen mehr Glück als Verstand hier bei Mr. Waldemar am Start. Oh nein, da kommt schon wieder so ein Kackgeier. Oh, der flog jetzt aber langsam, ne? Ich habe den Eindruck, wir sind gleich schon durch. Ewig diese Kamera in dem Spiel immer nervig finde, ne? Dass man das nicht selbst drehen kann. Schikane, sage ich euch. Oh, da ist wieder so ein... Da ist wieder so ein Flatter-Willi. Ah, der ist aber noch recht weit weg. Oh, das sind zwei. Scheiße. Da hinten ist aber auch der Ausgang. Ich glaube, jetzt muss man zurückgehen, um dann quasi den zweiten Weg erfolgreich zu machen. Ne? Kann das sein? Boah, wie soll ich den Weg denn rückwärts schaffen? Soll ich das mal probieren? Oh nee, das ist mir aber zu riskant. Das ist mal was für einen zweiten Run oder so, ne? Allerdings ist mir auch ein bisschen riskant, jetzt gleich die beiden Vögel hier abzuschmettern. Wie das gehen soll. Das war mir doch so klar. Zumindest ist hier der Checkpunkt. Geiles Geräusch, was sie machen, ey. So, das aktivieren wir natürlich mal eben. Na, komm, komm. Wie triggert man den denn? Ach komm, egal. Da ist das Diamantchen. Das Kristallchen. So, und dann mal weiter im Text hier. Oh, da sind wir die Robo-Turtles. Hey, hier kommen die Robo-Turtles. Super scharfe Robo-Turtles. So, und hier kommt der andere Weg wahrscheinlich ran. Ich gucke nur mal so ein bisschen hier lang. Ne, ist mir zu riskant auch wieder. Ich will den Fortschritt hier nicht aufs Spiel setzen. Ah, da kommen jetzt wieder die Maulwurf-Mania hier. Maul-Mania. Idiot. So, genau. Das wollte ich mal eben ausprobieren, ob das schon klappt, wenn die gerade aus der Erde gucken. Klappt nämlich, Gott sei Dank. So. Gucke mal da. Ist doch easy. Hm? Bonus. Machen wir mit. Was ist das denn für eine Kiste? Verstehe ich nicht. Oh, brauchte ich die, um da hochzuspringen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ach, guck mal, der macht auch hier so einen lustigen Fußballer-Move. Oh nein, da muss ich wieder... Es war mir so klar. Es war mir einfach so klar, dass ich genau dazwischen her springen werde. Komm, Bonus-Level, scheißegal. Einfach mal durch die Kacke hier. Wir wollen doch die ersten 5 Welten hinter uns bringen. Mit dem Perspektivwechsel, das finde ich schon echt pfiffig. Oh, ach guck mal, die kann man ja doch umdrehen. Sehr gut. Haben wir es mal auf die harte Tour gelernt. So. Und da sind wir wieder durch den Wust. Kisten sind mir egal. Weil die ist froh, wenn er es geschafft hat. So, und ich gehe mal ganz stark davon aus, bei Crash Dash wird es wahrscheinlich um so eine Flitz-Mission gehen. So ähnlich wie damals mit dem Wildschwein, dieser wilde Ritt oder wie das hieß. So, und mal rein hier in die Vergnügen. Und danach wird auf jeden Fall mal gespeichert. Und dann ist auch Schluss für heute. Ja, aber ich denke mal so mit 45 Minuten oder so kommen wir heute ganz gut hin. Ja, ist doch eine angenehme Länge, würde ich sagen, ne? Für so ein schönes... Ach nein, das ist wahrscheinlich wieder so eine... Was? Ah, rutschen. Rutschen müssen wir nachher auch. An diese Gameplay-Mechanik muss ich mich erstmal gewöhnen. Das ist nämlich wieder so eine Indiana-Jones-Mission hier. Guck mal, da kommt nämlich wieder die Kugel. Oh, der braucht aber lange, um dann aufzustehen aus seinem Rutsch-Aktionsteil. Was ist das denn? Was ist denn hier los?
Okay, ich muss sagen, ne, wenn man die aus den ersten Teilen gewohnt war, war dieser Abschnitt jetzt nicht so schwer. Ich habe schon voll den Verzug eingebracht durch diesen einen Rutscher. Weil bis der danach wieder auf... Moment. Ah, okay. Ich habe zu lange den Button gedrückt gehalten. Ne? Er muss dann erstmal wieder so aufstehen. Ula! Oh, die halten mich richtig auf, diese... Die Teile. Ah, da geht's nicht. Man stirbt nicht bei Kontakt mit den Teilen. Das wäre nämlich ganz schön fies bei manchen. Aber das hält einen ordentlich auf. Das ist ähnlich wie diese Holzscheite, durch die man da das letzte Mal durchgecrashed ist. Okay, das ging. Vom Stresslevel jetzt noch gerade aktuell noch kein Vergleich zum ersten Teil. Aber da war auch die erste Mission, Boulder Dash hieß die, glaube ich, ne? Die war wirklich noch easy. Die zweite, die war ziemlich stressfördernd. Ich habe aber heute nicht wirklich so ein Lag hier zu spüren. Das tut echt gut. Ich warte die ganze Zeit auf die Situation, wo ich diesen Slide-Man nutzen muss. Die Kugel ist schön weit weg. Das gefällt mir. Keine Panik. Die Kugel ist weg. Bonus-Level? Machen wir. Ich habe hier direkt gemerkt, dass mein Herz noch nicht so schlägt. Das wird alles noch kommen, liebe Leute. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch dieses Spiel uns das ein oder andere Mal garantiert auf die Probe stellen möchte. Ich Idiot. Ich wollte das Leben halt gerne haben. Ich weiß auch, wie ich es bekomme. Machen wir nochmal. Zip. Zack. Ja. Komm, noch einmal. Will euch auch jetzt nicht langweilen mit diesen Bonus-Leveln. Aktuell brauche ich die ganzen Leben, die da drin versteckt sind, ja noch nicht unbedingt. Die Mucke hier ist geil. Finde ich aber auch schön, dass es nicht immer dieselbe Musik ist in den Bonus-Stages, so wie im ersten Teil. Die im ersten... Dann halt nicht. Die im ersten Teil, die ist zwar irgendwie auch sehr catchy und gut gewesen, aber... Was ist das denn jetzt hier? Aha. Ach so, diese zeigen mir an, wo so eine... Da kriege ich so ein bisschen extra Boost. Ah ja, okay. Also immer auf die Markierung achten. Na, aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel richtet sich an Leute, die vielleicht gehört haben. Ach, guck mal, Crash Bandicoot habe ich gehört, habe ich aber nie gespielt. Zweiten Teil gucke ich mir dann auf jeden Fall mal an. Na, also wenn man jetzt mal davon ausgeht. Shit. Jetzt geht's aber ab hier. Ja, und die vielleicht erst durch diesen zweiten Teil das Spiel überhaupt kennen und schätzen lernen. Ach kacke, ich habe gerade gedacht, die Kugel bleibt da irgendwo hängen. Oh, da habe ich jetzt extrem viel Bonus-Items verpasst. Egal. Wir haben es geschafft. Das ist alles, was zählt. Ich finde, hier werden bestimmte Gameplay-Mechaniken besser erklärt als im ersten Teil. Ne? So wie jetzt, so, dass man so sieht, ach guck mal, da kommen erstmal so vier kleine grüne Dinger, bevor dieses Boost- oder Warp-Ding kommt. Das gab es im ersten Teil so nicht. Ne? Also da war Sterb oder nicht. Ripperoo, ein neuer Bosskampf. Den machen wir natürlich eben noch mit. Die Bosskämpfe haben ja auch beim ersten Teil nicht so ewig gedauert. Und Ripperoo kennen wir ja schon. Und er ist immer noch in seinem Wasserfall. Und er hat sich ein bisschen weitergebildet. Ich denke mal, es wird jetzt schwerer. Er hat jetzt einen Pogo-Stick. Oh. Geil. Was ist das denn? Ach du Kacke. Ich habe jetzt noch nicht so richtig raus, wie ich ihn damagen soll. Ja, draufspringen oder so. Ja, okay. Alles klar. Okay. Lalalalala. Na, da können wir ihn, glaube ich, nicht angreifen. Es geht auch immer darum.
Das sollten wir doch hinkriegen. Allerdings. So, genau. Ich habe halt leider keinen. Warum werde ich da nicht weggebounced, sondern werde da tot gemacht? Ich habe halt leider keinen Akku gerade. Das ist doof. Ja, wenn es jetzt irgendwie so ein Trick gäbe, wo ich mich am besten hinstelle hier, ne? Weiß nicht so ganz, warum sich das orientiert hier. Der Spaß. Huh? Ja, es ist halt gerade alles noch total Zufall hier. Ich weiß nicht, ob es da ein Muster gibt, dem ich folgen könnte. So ein beknackter Typ, ey. Oh Gott. Ja, das wird's dann wohl gewesen sein. Ich weiß nicht so 100 Pro, ob es da jetzt irgendwie einen Trick gab, auf den ich auch hätte kommen können, aber ne, einfach ein bisschen Augen offen halten, dann klappt das auch. Ja, erster Boss, das sollte man nach ein, zwei Anläufen auch schaffen, ne? So, wat nu? Ich habe alle Kristalle. Jo, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Ausgabe, meine Lieben. Wir haben eigentlich alles hier soweit hinter uns gebracht. Oder fehlt uns auch irgendein Kristall? Überall sind Kristalle in den Wänden. Deswegen, es muss ja irgendwie weitergehen. Das heißt, ich speichere jetzt hier an der Stelle, oder? Nee, mit R1 geht's hoch. Aber wo es dahin geht, das schauen wir uns bei der nächsten Ausgabe an, meine Lieben. Also, bis dahin, immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und immer schön schroff bleiben.